Wie viel ökonomische Bildung gehört auf den Stundenplan? Das ist das Thema unserer Diskussion jetzt in den nächsten 45 Minuten. Und es ist ja so, dass viele Schülerinnen und Schüler immer wieder auch beklagen, die Schule würde sie nicht richtig aufs Leben vorbereiten. Mathe, Chemie, Geschichte, das ist natürlich alles wichtig, keine Frage. Aber was ist mit Geldanlagen? Was ist mit Mieten? Was ist mit Steuern? Was ist mit Versicherungen? Der Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, diese ökonomische Bildung ist ganz wichtig, ist ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit und sollte konjunktiv eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie sieht es aus an deutschen Schulen? Wie realistisch ist die Forderung nach mehr ökonomischer Bildung? Und auf welchem Weg könnte man das hinkriegen? Das sind Fragen, die ich jetzt besprechen möchte mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße Verena von Hugo. Sie ist Vorständin der Flossbach von Storch Stiftung und Co-Vorsitzende des Vorstandes Bündnis Ökonomische Bildung, BÖB abgekürzt. Kürzt man es BÖB ab? Ich weiß es nicht. Und ich freue mich auf Jürgen Böhm. Er ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer und Vorstandsmitglied bei der Didakta. Herzlich willkommen auch, Herr Böhm. Vielleicht an Sie auch die erste Frage, wenn Sie da mal so diesen Status quo beschreiben in den Schulen. Wie viel ökonomische Bildung ist heute im Schnitt in der Schule? Also im Schnitt erstmal viel zu wenig, denke ich mal. Also wenn man so sagen will, man muss das sehr differenziert betrachten, wie viel es in der Bildung in Deutschland. Es gibt unterschiedliche Schulformen, wir haben Schularten, dort ist mehr ökonomische Bildung im Stundenplan beinhaltet. Es gibt Schulformen, da ist weniger. Es gibt im Süden der Republik mehr ökonomische Bildung, in anderen Ländern halt weniger ökonomische Bildung. Ich glaube, man kann dann so eine direkte Zahl nicht sagen. Die Frau von Hugo weiß es vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Es gibt einen ÖBIX, einen Index für ökonomische Bildung in deutschen Schulen. Und wir haben halt nach wie vor Schulformen und wir haben Länder, in denen ökonomische Bildung nur Nischen-Dasein fristet, viel zu wenige Stunden da sind oder in einigen Schulformen der Sekundarbereichs 1 überhaupt nicht vorkommt. Mhm. Also ich glaube, ich halte mich da mal zurück mit diesen Schulformen, aber wir haben zu wenig Möglichkeit, diese ökonomische Bildung zu vermitteln und hier krankt es vor allem im Bereich der Sek 1 und die Frau von Hugo hat jetzt vielleicht nochmal die genauen Zahlen. Sie können das gerne ergänzen. Die Frage war ja die nach dem Status quo. Also ist das eine riesige Unterschiedlichkeit, die wir da sehen in deutschen Schulen? Allerdings. Also es gibt ein großes Gefälle. Insgesamt haben wir mal definiert, dass ökonomische Bildung so ein kleineres Nebenfach sein sollte. Also quasi sehr allgemeinbildend gemeint. Mhm. Und wenn man da guckt, es gibt Bundesländer wie Baden-Württemberg mit dem neu eingeführten Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, Bayern mit Wirtschaft und Recht und Niedersachsen stehen ganz gut da, aber erreichen also wirklich von so einem kleineren Nebenfach auch wirklich, ist noch Luft nach oben. Wir sagen so ungefähr 2/3 erfüllen sie, diese guten Länder. Bei der Ende der Fahnenstange sind wir dann bei Rheinland-Pfalz, Saarland und Bremen und da findet teilweise unter einer Stunde ökonomischer Bildung, Kontingentstunde in der Sekundarstufe 1 statt und das ist, da kann man nichts eigentlich wirklich nachhaltig mitgeben und das ist das auch, was wir hören von den Schülerinnen und Schülern, sowohl in Statistiken als auch in Aussagen, dass von Wirtschaft und Finanzbildung bei ihnen nichts ankommt. Bevor wir darauf noch mal näher eingehen, warum das so ist, wie man das vielleicht auch ändern könnte und wenn man es ändert, was man dann eigentlich ändern sollte, vielleicht noch mal zu Anfang so eine Art Plädoyer. Warum sagen Sie, ökonomische Bildung ist wichtig, Klammer auf, und was ist für Sie eigentlich ökonomische Bildung? Fange ich vielleicht mal an. Ökonomische Bildung ist deswegen wichtig, weil es letztendlich zu den wichtigsten Kompetenzen, Zukunftskompetenzen zählt. Junge Menschen müssen begreifen, wie Wirtschaft funktioniert, wie wirtschaftliche Zusammenhänge dargestellt werden. Es gehört zur ganz klaren Verbraucherbildung der Zukunft. Wir müssen diese Zukunftskompetenz stärken an den Schulen. Und dazu ist es einfach notwendig, dass wir eigenständige Fächer haben und dieses eigenständige Fach auch Eingang findet. Hier geht es ja auch nicht um ein Gegeneinander zwischen irgendwelchen Fächern, sondern es geht um ein Pro für ökonomische Bildung, um jungen Menschen die Möglichkeit zu
geben, diese wirtschaftlichen und auch diese finanziellen Zusammenhänge in unserer Zeit zu erkennen, selber ihr Leben einrichten zu können, zu gestalten. Und deswegen plädiere ich schon immer für ein eigenständiges Fach Wirtschaft. Mhm. Und dieses eigenständige Fach Wirtschaft muss als Bildungsgang angelegt werden, nicht gegen irgendein anderes Fach, sondern zusätzlich. Jetzt ist es ja so, es geht nicht darum, dass man dann nach der 11. Klasse oder so die Bilanz von einem DAX-Konzern lesen muss, um Gottes Willen. Vielleicht aber, und das haben Sie gerade erzählt, dann doch schon so die Gehaltsabrechnung von Papa. Weil Sie haben das eben gesagt, dass Sie Ihrem Sohn die mal gezeigt haben. Wie war das für den? Also konnte der das nachvollziehen, die Zahlen, die da auf dem Papier standen? Sie müssen jetzt keine Zahlen nennen. Herr Böhm ist eh Beamter, das kann man überall nachlesen. Kann man überall nachlesen. Wie war so dieser Realitätscheck? Ja, es war ganz interessant festzustellen, dass wahrscheinlich zu wenig ökonomische Bildung in der Schule stattgefunden hat, weil das wird oft in die Familien verlagert. In bestimmten Familien wird das halt letztendlich getätigt, in anderen Familien eben nicht. Also wir lassen wirklich junge Menschen blind auf die Gesellschaft los in bestimmten Zusammenhängen. Und für meinen Sohn war das damals schon sehr erhellend zu sehen, was denn so an Abzügen letztendlich existieren. Und das muss man halt auch erläutern. Diese wirtschaftlichen Zusammenhänge sind für mich eine Form, wie gesagt, von Verbraucherbildung, die ich mitnehmen muss und was ich auch strukturell in die Schule einarbeiten muss. Und dann, das darf auch nicht erst in der Jahrgangsstufe 8, 9, 10 beginnen. Für mich beginnt ökonomische Bildung schon im Jahrgangsstufe 5, um jetzt mal bei der Realschule zu bleiben. Da muss es sehr zeitig gehen, vielleicht sogar schon in der Grundschule oder sogar im vorschulischen Bereich. Ökonomische Inhalte, ökonomische Bildung ist nichts Schlechtes. Es wird immer so ein bisschen darüber geredet, ob sich denn Schule diesen ökonomischen Inhalten öffnen soll. Natürlich, ist ja nichts. Ich werde dann zum Beispiel für eine Beeinflussung von Wirtschaft resistenter, wenn ich ökonomisch gebildet bin. Also das ist, ich sehe das genau andersrum, wie die Gegenargumente gegen ökonomische Bildung oft sind. Und wir müssen diese Schulen wirklich für wirtschaftliche Zusammenhänge öffnen. Und deswegen nochmal ein ganz klares Zeichen dafür. Lassen Sie uns da gleich nochmal ins Detail gehen. Aber vielleicht zu Beginn auch Frau von Huge nochmal. Können Sie uns einfach auch nochmal, wir haben jetzt ein Beispiel gebracht, die Gehaltsabrechnung von einem Arbeitnehmer. Aber was wäre sonst noch so Dinge, wo Sie sagen, das wäre schon wichtig, dass das alle mal mitkriegen in der Schule und nicht erst später und auch nicht vielleicht in der Familie? Ich würde aber doch bei der Familie anfangen, weil es gibt so bestimmte Prägungen oder Fragestellungen, wie zum Beispiel, bestellen wir den Lieferdienst oder kochen wir selber? Und was heißt das eigentlich finanziell? Muss es das neue Smartphone sein oder das Gebrauchte mit Garantie? Und die Fragestellungen, die dahinter stehen, ist eigentlich, was ist mir etwas wert? Und das ist eine ganz wichtige Fragestellung, erstmal mit der Wertebildung, mit der Persönlichkeitsbildung anzufangen, um in einem ökonomischen Kontext den individuellen Weg zu finden. Es gibt nicht unbedingt für alle das Schema F, was richtig ist. Und deshalb ist wichtig, eigentlich so früh wie möglich damit anzufangen, ökonomische Überlegungen anzustellen. Wir wissen, in vielen Elternhäusern werden diese Gespräche am Küchentisch nicht geführt. Auch zum Beispiel fahren wir in Urlaub, in größeren, teureren Urlaub, oder investiert man zum Beispiel in ein E-Bike oder ein Solarpanel, wenn man Wohneigentum hat oder so. Aber in vielen Familien finden diese Fragestellungen am Küchentisch nicht statt, und deshalb plädieren wir als Bündnis Ökonomische Bildung dafür, dass das in der Schule fest verankert wird, damit es wirklich allen zugutekommt, und zwar in frühen Jahren, und damit im Grunde auch Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit gewahrt wird. Ja, wir sind mitten in der Diskussion mit Herrn Böhm und Frau von Huge. Eine Sache wollte ich Ihnen gerade noch sagen. Sollten Sie eine Frage haben, wir machen das hier für Sie, wenn Sie merken, ich habe mal eine ganz andere Perspektive, ich habe mal eine Frage, ich habe was anderes erlebt, heben Sie gerne die Hand, ich komme zu Ihnen. Erfahrungsgemäß ist das aber zu so einem frühen Zeitpunkt oft noch nicht der Fall, aber dieser Herr straft mich Lügen. Ich komme zu Ihnen, ich halte Ihnen gerne das Mikro, vielleicht sagen Sie Ihren Namen, und falls die Frage an einen der beiden speziell geht, auch an wen.
Mein Name ist Vincent Hochhausen und meine Frage wäre vor allem an Herrn Böhm. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass es Ihnen auch spezifisch wichtig ist, dass es als eigenes Fach in der Schule stattfindet. Da würde ich gerne wissen, warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig, dass es dafür ein eigenes Fach geben muss? Man könnte ja auch sagen, dass man das fächerübergreifend macht oder dass man so als Grundkompetenz in verschiedenen Fächern macht. Aber warum plädieren Sie dafür, dass das unbedingt ein eigenes Fach sein sollte? Ich werde gleich antworten, wenn es keine andere Frage dazu gibt. Also ich denke, dass wenn es als Querschnittsaufgabe betrachtet wird, merkt man, oder in Kombifächern, ne, dann merkt man, dass wirklich diese Fragestellungen hinten runterkippen oft. Also man hat keine speziell ausgebildeten Lehrkräfte, wenn man im Prinzip das in einer Fächerkombination hat. Und das ist auch kein Gegensatz zu politischer Bildung, zu anderen Fächern, sondern es muss spezifisch behandelt werden, wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Frau von Hugo hat eher von diesen persönlichen Kompetenzen gesprochen. Ich sehe das noch viel weiter, diese Einblicke in die Wirtschaft zu erzielen. Das ist ein spezieller Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge. Hier geht es ja auch darum, dass man Jugendlichen den Blick eröffnet, was leistet Wirtschaft, wie funktioniert Wirtschaft, wie ist unsere Volkswirtschaft aufgebaut und strukturiert, hat auch was mit beruflicher Orientierung zu tun. Also ich plädiere dazu, dort keine Mischfächer zu kreieren, und die Erfahrung lehrt eigentlich, dass diese ökonomischen Fragestellungen in einem Kombiunterricht, in einer Querschnittsaufgabe wesentlich zu kurz kommen. Und da machen sich oft die Kultusministerien und die Lehrplankommissionen einen schlanken Fuß und sagen, ja, das ist jetzt eine Querschnittsaufgabe, das machen wir mal mit. Das Ergebnis in Deutschland ist derzeit ein anderes. Die Schülerinnen und Schüler haben weniger ökonomische Kompetenzen in diesen Kombifächern oder in diesen Querschnittsaufgaben. Dazu stehe ich. Also das ist für mich eine wesentliche Feststellung. Ich kann das vielleicht als Bildungspraktiker so sagen, wir sehen, dass das immer mehr verwässert. Und wir sind noch nicht beim Thema Lehrkräfteausbildung, aber das ist ein wesentlicher Aspekt, auch nochmal dorthin zu kommen. Vielleicht noch kurz ergänzend zum Status quo. Es wird ökonomische Bildung aktuell zu ungefähr 40% fachfremd unterrichtet. Und das muss man sagen, ist einfach auch für die Praktika in der Schule also nicht haltbar. Und dazu ist Wirtschaft eben auch ein Thema, was so eine Fachlichkeit braucht, alleine von den Begrifflichkeiten, von den Denkstrukturen her. Und der Jürgen Böhm hat es gesagt, neben dieser Persönlichkeits- und Wertebildung, dass natürlich, wenn die Kinder jung sind und im Elternhaus wird sowas geprägt, aber das Fachwissen ist vielfach in den Elternhäusern noch weniger vorhanden. Das heißt, das muss in der Schule kommen, und dann sind ja die Kompetenzen, die da sind, sozusagen aus diesen beiden Faktoren auch wirklich Ableitung fürs eigene Leben zu führen. Aber das geht nicht, dass wir 40% der Lehrkräfte, und wenn man es als Querschnittsaufgabe machen würde, tendenziell noch mehr Lehrkräften ökonomische Bildung fachfremd unterrichten lassen und das denen zumuten. Das ist für sozusagen auch den Lehranspruch, das fundiert zu machen. Das hören wir von ganz vielen, wie unangenehm das ist, was das für ein Stress ist. Das ist nicht haltbar. Da gibt es noch eine Frage, sehr gut. Ich komme auch zu Ihnen. Vielleicht sagen auch Sie Ihren Namen und auch an wen Sie Ihre Frage richten. Mein Name ist Philipp Garschke und ich richte meine Frage an Sie, Frau Hugo. Und zwar geht es darum, Sie haben vorhin gemeint, dass nicht in jedem Haushalt diese ökonomische Bildung eine Rolle spielt. Und das liegt ja an sich auch meistens an dem sozialen Milieu, in dem sich die Familie befindet. Weil, also, wenn man jetzt das ganz platt sagt, wer kein Geld hat, um es anzulegen, bei dem spielt das Thema Wirtschaft auch eine geringere Rolle. Gibt es da irgendwelche Ansätze, in die Richtung ein bisschen mehr einzuwirken? Also interessanterweise würde man das denken, aber wir haben ganz viele Akademikerhaushalte, wo nicht über Geld gesprochen wird. Also ist ein ganz vielschichtiges Problem. Das, was Sie ansprechen, ist mit Sicherheit irgendwie, wenn man nicht so viel Umgang mit Geld hat, dass dann sozusagen auch Erfahrungswerte fehlen. Aber in anderen Soziogruppen ist es auch ganz tabuisiert. Oder was wir auch wissen, sind falsche Glaubenssätze übertragen, übermittelt von Generation zu Generation, sodass ich da keinen Unterschied machen würde, wo der Bedarf nach ökonomischer Bildung größer ist. Und wir haben jetzt heute den Weltfrauentag und gestern den Gender Pay Gap,
Und es gibt aus allen Schichten, gerade aus gehobenen, sehr qualifizierten Schichten, noch so viel die Aussage, ach, ich heirate und dann habe ich meine Altersvorsorge von Frauen. Und das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Wenn man das Scheidungsrecht, die Unterhaltsregelung anguckt, das ist letztes Jahrtausend. Und deshalb hat es tatsächlich was mit Chancengleichheit zu tun und wirklich querbeet durch die gesamte Gesellschaft. Vielleicht ist dann diese Analyse auch nicht ganz richtig, dass Leute aus sozioökonomisch niedrigeren Niveaus weniger mit Geld zu tun haben, weil auch die mieten ja, auch die zahlen Einkommensteuer, auch die zahlen Mehrwertsteuer, wenn sie zum Supermarkt gehen, und auch dort spielt Geld natürlich eine Riesenrolle. Und die Frage ist, da würde ich gerne Frau von Hugo gleich noch nachfragen, warum das dann auch was mit Chancengerechtigkeit zu tun hat, aber Herr Böhm, Sie wollten das noch ergänzen. Ich wollte nur dazu was sagen. Sie hatte gerade eine Form von Gleichheitsversprechen von Bildung. Wenn wir gerade jungen Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen das Angebot machen, in einem Fach Wirtschaft diese Zusammenhänge zu erkennen. Ich erinnere da nur an die Initiativen der UN in Entwicklungsländern, jungen Menschen dort oder Menschen überhaupt erstmal ökonomische Zusammenhänge zu erläutern, um Unternehmen zu gründen. Und ich denke, dass wir müssen das unseren, gerade auch im Sek-1-Bereich, und das ist wirklich ein Skandal, dass wir im Bereich der Sekundarstufe 1 zu wenig wirtschaftliche, ökonomische Grundbildung haben, denn das sind ja oft junge Menschen, wo zu Hause eben nicht über wirtschaftliche Zusammenhänge gesprochen wird, wo zu Hause nicht über Steuerberater und so weiter kommuniziert wird, sondern das sind Leute, die müssen sich das selber erarbeiten, und wenn die Schule dort keinen Beitrag leistet, das spricht für mich wesentlich für einfach ökonomische Bildung an der Schule oder Wirtschaft, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Vielleicht, das klang jetzt eben schon sehr an bei der Antwort auf diese Frage, aber vielleicht führen Sie das nochmal aus, warum aus Ihrer Perspektive ökonomische Bildung auch viel mit Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Also warum würde auch das einzahlen, wenn es dieses Fach in der Schule gäbe? Also um nochmal auf die Frauen zurückzugreifen, die haben einfach einen erschwerteren Zugang zum Beispiel zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Das liegt an Rollenbildern, Sozialisation und auch Glaubenssätzen. Wir wissen, dass die größte Einstiegshürde für Frauen in die Finanzwelt ist, dass sie einen Mangel an Selbstvertrauen haben und dazu tendieren, sehr viel stärker als Männer sich selber zu unterschätzen. Und alleine 25-30% der Frauen haben die Verantwortung für ihre Finanzen komplett aus der Hand gegeben. Warum? Weil sie sagen, ich habe das entsprechende Wissen nicht. Und das ist der Ansatz. Wenn die Leute das schon selber sagen, dann lassen sie uns doch denen anbieten, dieses Wissen mitzunehmen. Und bei Männern ist es ehrlich gesagt ähnlich. Also man kann noch so ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen pauschal, immer die Durchschnittswerte, aber Frauen und junge Mädchen kümmern sich eher so um die Alltagsfinanzen mit der kurzfristigen Dimension. Und sobald es um ökonomische Zusammenhänge und die langfristige Perspektive geht, zum Beispiel um Sparen, Investieren, Versicherungen, da steigt das Interesse der Männer und Jungs. Aber genau diese Stereotypes sozusagen aufzubrechen, dazu braucht es ökonomische Bildung. Und wir hatten zum Beispiel neulich ein Seminar, wo wir sehr auch fast philosophisch über dieses Zwillingspaar aus Chancen und Risiken gesprochen haben. Weil es hängt ja immer von der persönlichen Situation ab, ob eine wirtschaftliche Situation eher eine Chance oder ein Risiko ist. Also zum Beispiel jetzt, wo die Zinsen steigen, wenn ich jetzt gerade schon einen Kredit abgeschlossen habe, noch zu günstigen Zinssatz, dann ist super. Wenn ich aber, verstehen Sie, es ist immer sozusagen, hängt ja ab von der Perspektive. Und das mal mit jungen Leuten auch schon so durchzudeklinieren in jungen Jahren, dass wenn sie selber in Lebensphasen kommen, dieses Wissen als Transferwissen auf sich übertragen können, dafür soll ökonomische Bildung ansetzen. Ich glaube, jetzt haben wir gut erfahren, warum es sinnvoll ist, ökonomische Bildung in der Schule zu vermitteln. Wir haben auch schon gesehen, wie unterschiedlich das gemacht wird in den Ländern. Das hat Herr Böhm eben erzählt und auch Sie, in welchen Ländern das schon ganz gut klappt, in welchen es nicht klappt.
wie könnte man das denn nun hinkriegen, wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen davon gerne mehr und wir wollen das gerne überall in Deutschland, wo es nun mal föderal zugeht, wo wir Bundesländer haben und Kommunen und so weiter. Wie würde man das hinkriegen, Herr Böhm? Es gibt ja Beispiele, wo es klappt. Ne? Mhm. Wir haben gute Beispiele. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwelche Länder herausheben oder Schulformen herausheben, aber es gibt durchaus Best-Practice-Beispiele, wo ökonomische Bildung als eigenständiges Fach in den Bildungskanon Eingang gefunden hat. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Wir müssen darüber nachdenken, wie gelingt es uns denn, ein Fach ökonomische Bildung, wie auch immer wir das bezeichnen, Wirtschaft, Wirtschaftszusammenhänge, einzubinden. Da kann man über Stundenanzahl sprechen, so wie der Jetztstand ist. Die Frau von Hugo hat es ja ausgeführt, kann es nicht bleiben. Wir müssen das kontinuierlich umsetzen. Und gelingen kann es dann, wenn man sich wirklich im Curriculum zusammensetzt und darüber spricht. Und das ist jetzt ein heißes Eisen, was man anfasst. Wo muss man Schwerpunkte setzen denn in Stundentafeln? Und diese Stundentafeln kann man ja entsprechend gestalten. Und hier haben wir Beispiele. Ich nenne jetzt mal eines, nicht weil ich dort herkomme, aber die Bayerische Realschule hat zum Beispiel einen ganz klaren Bildungskanon wirtschaftliche Bildung mit bis zu 16 Wochenstunden im Bildungsgang, das ist unwahrscheinlich viel. Und wir haben halt andere Länder, dort kommt null eine ökonomische Bildung vor. Das heißt, die Umsetzung muss jetzt passieren, indem man A, Lehrkräfte dafür ausbildet, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, und B, sich Gedanken macht, wie kann man den Bildungskanon umgestalten, indem man dieses Fach einbindet in die Stundentafel. Und ich glaube, da sind wir daran, und da geht es mir wirklich nicht, und ich bin selber Deutsch-Geschichtslehrer, ich spreche jetzt nicht für die, es ist jedes Fach wichtig und es geht gar nicht darum, ein Fach zu kürzen, zu verändern oder die Wichtigkeit abzusprechen, es geht davor, Schwerpunkte zu setzen, und diese Schwerpunkte müssen vor allem, und da im Bereich der Sekundarstufe 1, da brauchen wir das vor allem in Richtung auch auf eine berufliche Orientierung, eine Wirtschaftsorientierung, dort muss es in die Stundentafel rein. Vielleicht da noch eine kleine Nachfrage. Sie haben ja eben auf die Frage des Herrn gesagt, es ist eher kein Querschnittsthema, wo man den Deutschlehrern und den Geschichtslehrern sagt, bitte streut doch mal, wenn ihr irgendwie das Dritte Reich macht, so ein bisschen ökonomische Bildung ein. Das funktioniert ja oft nicht. Was wahrscheinlich aber genauso wenig funktionieren würde, ist, wenn man jetzt den Deutschkolleginnen oder den Biologen sagt, eure Fächer machen wir mal ein bisschen weniger. So ist wahrscheinlich auch nicht Ihre Idee. Also wie schafft man das, das da in das volle Curriculum reinzupressen? Ja, man kann ja Schwerpunkte setzen, man kann Profile bilden an Schulen. Also sowas kann man hinbekommen, dass man sagt, man konzentriert sich vielleicht ab einer bestimmten Jahrgangsstufe auf Grundlagen. Die Grundlagen werden vermittelt für alle, und eine vertiefte Auseinandersetzung kann man ja dann ab einer bestimmten Jahrgangsstufe einflechten. Also da gibt es so eine Art Ausgleich. Man muss natürlich, und das ist klar, das ist das größte Thema, was man immer hat, wenn man sich mit Schule beschäftigt, wo nimmt man etwas weg und wo gibt man etwas dazu? Und da gibt es meines Erachtens Lösungsmöglichkeiten. Also wir haben Fächer, die werden durchgängig, keiner diskutiert, und ich bin selbst Geschichtslehrer, über den Bildungsgang Geschichte. Der ist gesetzt, zweistündig in allen Jahrgangsstufen. Und warum kann man nicht sagen, gut, wir reduzieren vielleicht den einen oder anderen Stunde und nehmen dort dafür Wirtschaft rein oder Geografie. Alles Fächer, die man bezeichnet. Und ich denke, dass man über diese Mischfächer, die in einigen Ländern existieren, und da bin ich eindeutig, ich halte wenig von solchen Kombifächern, weil dort ganz wenig vermittelt werden kann, weil dort teilweise Schwerpunkte falsch gesetzt werden. Und dann meine ich jetzt gar nicht ökonomische Bildung oder politische Bildung, ich meine jetzt gerade auch Fächer wie Naturwissenschaften allgemein. Dort fallen teilweise die Einzelwissenschaften einfach hinten runter. Vielleicht diese Frage auch noch an Sie, Frau von Hugge, weil das ist ja so ein bisschen der Kern des Ganzen. Also wie kriegt man das jetzt rein in einen vollen Stundenplan mit allen, mit ganz wichtigen Fächern, wo kein Kollege sagt, stimmt schon, mein Fach ist gar nicht so wichtig. Das ist ja nicht der Fall. Also dazu braucht es definitiv einen politischen Willen. Ich glaube, die Anlässe haben wir vielfach besprochen. Die Jugendlichen wollen mehr Wirtschaft, die Eltern sagen auch, es kommt zu wenig vor. Wir sehen zum Beispiel am Musterländle Baden-Württemberg, dass es geht. Also 2016 ist hier ja es wurden nicht mehr Stunden genommen, aber es wurde das neue Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung
eingerichtet. Und was das wirklich Tolle ist, es heißt an allen Schulformen gleich. Das heißt, es gibt auch schon mal eine Fachidentität, wie bei Mathe, Deutsch, Englisch auch und Geografie und Physik. In Deutschland gibt es 46 Fächernamen, hinter denen sich Anteile von ökonomischer Bildung befinden. Da muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen, da gibt es überhaupt gar keinen Konsens, was damit eigentlich gemeint ist. Dann ist in Baden-Württemberg auch toll gelaufen, dass die Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung auch auf das neue Fach angepasst wurde. Das heißt, dieser didaktische Kreislauf stimmt. Und dann geht es noch weiter über die Curricula, sowohl in den Schulen als auch an den Hochschulen und die Materialien. Und ich glaube, dass es wirklich wertvoll wäre, darüber eine Debatte zu führen. Und es gibt Bundesländer, die haben es wirklich ganz dringend nötig, weil da fast gar nichts an ökonomischer Bildung stattfindet. Und es gibt Best-Practice-Beispiele auch für die verschiedenen Schulformen. Und dass wir darüber in den Diskurs kommen, weil es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, hier die ökonomische Bildung ist so wichtig und wichtiger als alles andere. Das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, wie machen wir unseren Nachwuchs fit für die Zukunft. Und es kann nicht sein, dass ein Jugendlicher, eine Schülerin, eine Schülerin heute die Schule verlässt und nicht weiß, dass unsere Vorsorge, unser Rentensystem auf drei Säulen beruht. Das muss nicht bis in als letzte Detail austariert sein. Aber wenn ich diesen Floh im Kopf nicht habe, erstmal bin ich meines Erachtens schlechter für Wahlen vorbereitet. Also dieses ökonomische Wissen trägt auch zur Demokratiefähigkeit bei. Aber es hat auch individuelle Kompetenzen, wie ich selbstbestimmt meine wirtschaftlichen Entscheidungen treffe. Und wenn ich eine erste Festanstellung habe und schon mal was von der zweiten Säule gehört habe, dann gehe ich mal zum Personalbereich und frage, habt ihr eigentlich was zur betrieblichen Vorsorge, Altersvorsorge? Oder ich bin, ich muss eigentlich auch privat vorsorgen. Und das sind so Facetten, wo ich denke, es muss deutlich werden, es geht nicht darum, jetzt wirklich ökonomische Bildung itself zu stärken, sondern wirklich zukunftsorientierte, moderne Allgemeinbildung zu etablieren. Und da haben wir so viele Anlässe und auch Unzufriedenheit im Land, dass das für alle eigentlich ein Diskurs sein sollte, der zu was Besserem führen kann. Und ökonomische Bildung spielt in unseren Augen dann natürlich eine wichtige Rolle dabei. Ich schaue noch mal gerade in die Runde. In der zweiten Reihe wird schon mitgeschrieben. Vielleicht gibt es aber auch Fragen. Das ist sehr willkommen. Gibt es? Ich komme zu Ihnen. Vielleicht sagen auch Sie uns Ihren Namen und auch an wen die Frage ist. Hallo, mein Name ist Sheva Jümsek und ich würde meine Frage sowohl an Herrn Böhm als auch an Frau von Hugo stellen. Und zwar würde mich interessieren, wie die ökonomische Bildung in der Praxis in der Schule stattfinden würde. Also ob das jetzt die Themen sind, die behandelt werden oder die Wege, in denen diese Themen aufgegriffen werden. Vielen Dank. Genau, vielleicht auch wieder, kann man rekurrieren aus Baden-Württemberg. Ich fange mal ganz einfach an. Ich hatte letztens eine provokante These in den Raum gestellt. Schule muss sich für Wirtschaft öffnen und Wirtschaft muss sich für Schule öffnen. Also ich denke, ich stelle mir einen modernen ökonomischen und Wirtschaftsunterricht so vor, dass man natürlich auch mit der Wirtschaft kommuniziert, dass man sich öffnet, dass man Möglichkeiten zeigt, den jungen Menschen zeigt, wie funktioniert denn Wirtschaft wirklich in diesem Lande. By the way, natürlich die Grundvoraussetzungen müssen erstmal geklärt werden, aber ein moderner Wirtschaftsunterricht wird wahrscheinlich so gestaltet werden, dass man aus der Schule herausgeht, dass man die Schule für externe Experten öffnet. Das muss so laufen in der Zukunft. Es läuft auch in Teilen schon so. Wir haben gestern viel über Praktikas, Berufspraktikum gesprochen. Auch solche Geschichten gehören für mich in einen modernen ökonomischen Bildungsunterricht mit hinein. Das heißt, ich kann nicht einfach Jugendliche in die Wirtschaft hinausschicken und sagen, mach mal irgendein Orientierungspraktikum, sondern das muss begleitet werden durch einen gut strukturierten Wirtschaftsunterricht. Und das wäre für mich dieser praktische Ansatz. Das passiert auch schon in Teilen. Also es ist nicht so, dass wir nicht Best-Practice-Beispiele hätten, aber es passiert halt nur zu wenig, ne? Zu wenig. Und das kann nicht sein, es kann kein Privileg sein, wenn ich zufällig auf eine bayerische Realschule gehe und dafür dann in Norddeutschland oder in Westdeutschland gar nicht mit solchen Zusammenhängen konfrontiert werde. Also hier hat es auch was mit Gerechtigkeit, wie die Frau von Hugo sagt, schon zu tun. Und nochmal, es geht nicht darum, etwas einem anderen Fach abzusprechen
oder zu sagen, das könnt ihr nicht, ihr seid zu dumm. Aber man kann es auch den Kollegen, und ich drehe jetzt mal den Spieß um, man kann es den Kollegen auch nicht drüber legen und sagen, du musst jetzt auch mal so nebenbei ein bisschen Wirtschaft mit unterrichten. Und dann sind die Kollegen auch überfordert. Und wie der Unterricht aussieht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Frage beantwortet. Habe ich einen übersehen? Ich kann sonst noch kurz ergänzen, Bandbreite an Themen, was ökonomische Bildung umfasst, ist halt eigentlich auch so faszinierend breit, dass zum Beispiel auch bei diesen Gender-Themen, wenn das wirklich systematisch verankert wäre und ausreichend Platz hat, also ich sag mal 2 Stunden, 3 Jahre in der Sek 1, dann könnte man auch Themen, also da ist eigentlich für jeden was dabei, ob das die Verbrauchersicht ist oder Finanzen und Börse, ob das nachhaltige Entwicklung ist, Gründertum, auch dieses wirklich Berufs- und Studienorientierung, dass man sich mal Einstiegsgehälter anguckt, Zettel mit sozusagen, wo die ganzen Abzüge dann sind. Ne? Das sind alles Dinge, die im Grunde integrativ und Gender Gap nivellierend und für in Richtung Gleichstellung arbeiten würden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch früh in der Sekundarstufe 1 damit anzufangen. Und deshalb braucht es aber auch die Fachlichkeit, weil all diese Themengebiete neben zum Beispiel Politik abzubilden, ist sehr, sehr schwer. Allein man hat immer einen Zielkonflikt, stundenmäßig und inhaltlich. Und es gibt noch eine zweite Frage. Vielleicht sagen Sie auch Sie Ihren Namen und an wen die Frage gerichtet ist. Ja, ich bin Hanna Warmes. Ich glaube, die schließt ganz gut an. Also gerne, wer von immer Ihnen von den beiden da antworten möchte. Zu schnell? Lauter? So? Okay. Meine Frage wäre, weil Sie ja davon gesprochen haben, Sie wollen gleichere Bedingungen oder Ungleichheit abbauen. Inwiefern eine Kritik an unserem Wirtschaftssystem, also weil auch das Wirtschaftssystem reproduziert ja Ungleichheiten durch Wertigkeit von Berufen oder Ähnlichem, wenn wir von Klassismus sprechen, inwiefern wird diese Kritik bei dem Unterrichtsfach mitgedacht? Weil nur das kann ja dabei helfen, dass Ungleichheit abgebaut wird. Absolut. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich kann das System ja nur verstehen, wenn ich mich damit auseinandersetze und die Grundlagen dafür biete. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht die Kritik an wirtschaftlichen Verhältnissen mit in diese Bildungsgänge hineinbringen. Ist ja logisch. Aber man muss die Zusammenhänge, wie es funktioniert, ja mit reinbringen. Also ich verstehe Ihre Frage. Wir machen ja keine Wirtschaftskunde für die Großunternehmen, sondern wir machen eine Wirtschaftskunde für die Menschen. Es ist ein demokratisches Grundrecht zu erfahren, wie funktioniert denn unser ökonomisches System. Und deswegen sehe ich das eher als eine Unterstützung dieser kritischen Haltung, als eine Gleichschaltung. Das ist ja immer der Hauptpunkt, der uns, hier geht es ja nicht darum, irgendein Unternehmen zu beschreiben und zu sagen, wie toll das Unternehmen ist und was dort passiert, sondern hier geht es darum, Zusammenhänge zu erkennen, Strukturen zu erkennen, die Wirtschaft letztendlich in ihren Zusammenhängen erklären zu können und auch die Ungerechtigkeiten im System darstellen zu können. Das ist ja wirklich entscheidend. Also ökonomische Bildung umfassend und nicht irgendwo wir machen keine Produktwerbung. Und es gibt nicht die eine richtige ökonomische Bildung, sondern im Grunde dieses Verstehen der Zusammenhänge, um sie auch zu hinterfragen. Und da gilt, wie für die politische Bildung, der Beutelsbacher Konsens, auf jeden Fall auch für die ökonomische Bildung. Objektivität, Überwältigungs... Ja, gerne. Also wir sind froh, dass hier niemand panisch aufspringt und zu seinem Bus aus Schwäbisch Hall rennt. Das heißt, wir können weiter diskutieren. Genau, also der Beutelsbacher Konsens ist da ganz wichtig. Objektivität, Überwältigungsverbot, Schülerorientierung und Hauptsache die Kompetenz und das Fachwissen und die Persönlichkeitsbildung schaffen dazu oder führen dazu, dass mehr Selbstbestimmtheit in der Lebensführung und nicht so dieses Stolpern, ach, ich hatte die ökonomische Perspektive von einer Lebensentscheidung nicht auf der Pfanne, dass das nicht mehr passiert.
Und dass zum Beispiel bei Entscheidungen als Wähler ich auch mehr wirklich die politische Gesamtlage einschätzen kann. Und das hat meines Erachtens auch viel mit eben Demokratiestärkung zu tun, dass eben diese Verdrossenheit, ich verstehe das alles nicht, was die da oben machen, ich werde ja gar nicht gesehen, da kann ökonomische Bildung eben auch beitragen, mehr Partizipation zu stärken und zu wissen, welche Entscheidungen, die ich persönlich treffe, was die für Konsequenzen haben für mich und für die Gemeinschaft. Vielleicht ganz, ganz kurz, es korrespondiert ja mit dem, was der Kollege schon gefragt hat, gerade eben. Gerade die sozial Schwächeren brauchen dringend ökonomische Grundbildung. Genau die sind ja diejenigen, die sonst durchs Raster fallen. Das sind ja genau die, die sonst nicht verstehen, warum gewisse Zusammenhänge wie passieren. Und ich denke, da ist Ihre Frage wirklich berechtigt. Und dann muss man, hier geht es nicht darum, irgendwelche sozialen Gegebenheiten zu manifestieren, sondern es geht ja darum, Aufstieg bei jungen Menschen zu erzeugen, dass sie vielleicht auch damit umgehen können und sich selber dahinter klemmen, wie, um die ökonomischen Zusammenhänge zu verstehen. Also das ist jetzt mal so grob gesprochen, dieses Aufstiegsversprechen durch Bildung, ne, das wir ja alle haben. Ich komme gern sofort zu Ihrer Frage. Vielleicht bleiben wir aber bei diesem Aspekt noch mal kurz, weil Sie haben ja eingangs gesagt, Herr Böhm, es gibt in den Schulen auch so ein bisschen, und in diese Richtung geht ja auch Ihre Haltung, die Frage, wollen wir die Schulen wirklich öffnen dafür? Wird da irgendwelcher Kapitalismus reproduziert? Sind wir dazu wirklich bereit? Also ist das eine Haltung, die Sie feststellen? Muss man dort erstmal für ökonomische Bildung überhaupt Barrieren überwinden? Ja, es gibt teilweise diese Vorurteile, ne, über Jahre hinweg. Es gab ja doch durchaus politische Bewegungen in diesem Land, die ökonomische Bildung mehr oder weniger abgelehnt haben. Aber wenn man sich mit der Philosophie beschäftigt, dann haben wir alle großen Philosophen, auch von links oder rechter Seite, sich immer mit Ökonomie beschäftigt. Und politische Ökonomie ist ein Teil des Marxismus, ein wesentlicher Teil. Das heißt, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen, ist schon immer in allen Bereichen der Geschichte durchgesetzt worden. Und deswegen, finde ich, ist es nur notwendig, diese ökonomische Bildung in den Bildungskanon einzuführen. Also ich glaube, dass wir müssen heute die Haltung, glaube ich, der Politik, und das ist ja das, was die Frau von Hugo so gesagt hat, wir müssen es geht ja letztendlich in der politischen Klasse los, möchte ich das in den Bildungskanon einer allgemeinbildenden Schule aufnehmen oder möchte ich es nicht? Und das ist die Grundfrage, die geklärt werden muss, und da sind wir gerade so an einem Scheideweg. Ne? So halbscharig, wie man in Bayern sagt, wird das hier erledigt. Was übrigens auch was mit der Fachlichkeit in Schule zu tun hat und der Lehrkräfteausbildung. Und interessant ist, dass in unserer Gesellschaft noch vielfach die Vorstellung herrscht, dass Gesellschaft und Wirtschaft getrennte Dinge seien. Und sie haben aber bedingen einander und sie haben ganz viel miteinander zu tun. Wir alle sind Verbraucher, wir alle sind Erwerbstätige, wir alle sind Wirtschaftsbürger, weil wir auch wählen und so. Und die Frage ist, wenn wir wirklich eine Fachlichkeit in der Schule haben, entweder als Einzelfach oder wir als Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland stehen auch für Kombinationsfächer, mehr als zwei allerdings nicht, bei dreien fällt irgendwie eins immer hinten runter, dann gehört dazu, dass die Lehrkräfteausbildung und auch Fortbildung entsprechend organisiert ist. Und man merkt eben, dass grundständig für ökonomische Bildung ausgebildete Lehrkräfte, wo ja so die Biografie normalerweise Schule, Uni, Schule ist, die sich einfach doch auch mit mehr Zeit haben, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen. Und ein Vorschlag auch aus der Lehrerschaft, das zitiere ich jetzt, ist zum Beispiel auch Praktika in Personalabteilungen für Lehrkräfte vorzusehen, weil man da einfach auch sieht, was passiert denn mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie die Schule verlassen? Welche Anschlussfähigkeit brauchen sie einfach? Und es gibt hier in Baden-Württemberg auch ein Projekt, das das fördert, weil es dann natürlich immer die Frage ist, wie erfolgt die Bezahlung? Und zum Beispiel auch Lehrkräfte im Schuldienst können das machen. Aber da ist eine Stiftung, die Dieter von Holzbrinck Stiftung, die dafür aufkommt. Und das sind alles Bezugspunkte, wo wir denken, das hilft, wenn Wirtschaft und Gesellschaft sich mehr als sozusagen komplementär, ergänzend und nicht als Gegensätze verstehen. Also diese Trennung und das sozusagen das widerstrebende Themen und
Teile der Gesellschaft sind, ist schädlich in diesem Sinne. Und ökonomische Bildung kann da eben dazu beitragen, Brücken zu bauen, Verständnis zu haben und sagen, das ist ein gemeinschaftliches Ziel, das sind sozusagen die individuellen Bedürfnisse und dafür dieses Fachwissen, die Kompetenzen und die Werte- und Persönlichkeitsbildung anzulegen. Ich gehe noch ein letztes Mal ins Publikum, weil es so viele Fragen gibt. Das ist schön, vielleicht sagen auch Sie Ihren Namen und an wen die Frage gerichtet ist. Mein Name ist Roman Eisner und ich habe eine Frage zur ökonomischen Bildung, zu dem speziellen Aspekt des Unternehmertums. Also es gibt diesen Unternehmer Frank Thelen, den kennen, glaube ich, ganz viele aus der Sendung Höhle der Löwen. Und der, glaube ich, hat vor einiger Zeit mal gesagt, Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wie Elon Musk zu denken. Jetzt wäre meine Frage, wenn auch Unternehmertum Teil dieses Unterrichtsfach ökonomische Bildung ist, gehört dann nicht auch sowas wie ethisch-moralische Bildung mit in dieses Fach rein? Also muss man nicht auch bedenken, welches Bild von Kapitalismus wollen wir den Schülern eigentlich vermitteln? Also vielleicht, ich hoffe, dass die Schüler nicht wie Elon Musk denken. Also ich glaube, das ist schon, das sind provokante Beispiele natürlich, womit die Medien oft arbeiten. Aber der Begriff Entrepreneurship, der ja so heute durch die Gegend wabert, ist wichtig. Es muss jungen Menschen auch vor Augen geführt werden, du kannst dein Leben selber gestalten, du kannst unternehmerisch tätig werden. Und ich spreche jetzt gegen meinen eigenen Berufsstand, wir sind ja alle Beamte, aber die meisten jungen Menschen heute sagen, ich will Beamter werden. Wenig junge Leute sagen, ich nehme jetzt mein Herz in die Hand und mache mich selbstständig mit einer Berufsidee. Auch das muss in der Schule mehr oder weniger mal vermittelt werden. Du hast die Möglichkeit und diese Grundkenntnisse müssen letztendlich vermittelt werden. Das ist auch Teil eines Wirtschaftsunterrichts. Und ich sage, Entrepreneurship kann ich irgendwo so als Querschnittsaufgabe, es gibt so Bundesländer, die machen sich einen schlanken Fuß und sagen, ja, Entrepreneurship, das machen wir mal am Nachmittag in der AG und so weiter. Aber warum kann ich nicht auch Grundlagen der Buchführung, Grundlagen des Rechnungswesens in den Unterricht hineinbringen? Das gehört doch auch dazu. Und dann vielleicht Leute motivieren zu sagen, ich gehe in eine duale Berufsausbildung und übernehme dann das Geschäft meines Vaters oder gründe einen Handwerksbetrieb und Ähnliches. Also dieses muss mit rein, ist ein Teil davon. Und die moralische Frage, da sprechen Sie den Sozialkundelehrer in mir an, natürlich gehört ethische Momente mit in diese Wirtschaftsbildung rein. Das sehe ich als Querschnittsaufgabe, wie ethische Überlegungen in Geschichte, in Politik, in Erdkunde, in alle Fächer hineingearbeitet werden müssen. Also ich sehe diesen Wirtschaftsbereich, da kann man sich über Querschnittsaufgaben Gedanken machen. Aber Wirtschaft ist ein eigenständiges Fach, braucht eigenständige Kompetenz und diese ethischen Komponenten mit rein. Und Entrepreneurship, da diskutieren wir sehr viel miteinander. Entrepreneurship ist nicht alles, es ist ein Teil des Wirtschaftsunterrichts. Vielen Dank. Habe ich da noch eine Frage übersehen? Ich glaube nicht, weil dann würde ich nämlich fast schon die Schlussfrage stellen. Wir haben jetzt ja wirklich gehört, wenn wir über ökonomische Bildung reden, lernen wir dann wie Elon Musk zu denken oder wie vielleicht sogar im schlimmsten Fall wie Frank Thelen? Gehört da nicht auch Systemkritik rein? So wie ich es verstanden habe, und da können Sie mich aber gerne korrigieren, geht es eher um so eine Art Grundlagenbildung, um Allgemeinbildung, dass ich befähigt werde, das Land, in dem wir leben, besser zu verstehen, um es dann im zweiten Schritt kritisch zu reflektieren. Also würden Sie, sehen Sie das so basal oder würden Sie sagen, nee, wir müssen sofort anfangen mit der Systemkritik oder uns Elon Musk oder Unternehmertum oder sonst was anschauen? Also in der Sekundarstufe 1 geht es mit Sicherheit um diese ganz basalen Grundlagen, die helfen bei der Orientierung im Leben nach der Schule. Und wenn es dann noch in die Sekundarstufe 2 weitergeht, dann kann es mit Sicherheit auch tiefer gehen, dass man dann wirklich auch Systemkritik, die Wirtschaftstheorien auch gegeneinander stellt, auch guckt, was in der Realität daraus geworden ist, sich aktuelle Wirtschaftspolitik anguckt und aus den immer multiperspektivisch, immer gucken, für wen bedeutet das was. Und zum Beispiel, wenn Praxiskontakte in die Schule geholt werden,
dass das wirklich auch von den Lehrkräften als Gatekeeper gesteuert wird und im Idealfall zwei Positionen, ob jetzt in einer Stunde oder nacheinander, eingeladen werden und dann der Reflexionsprozess mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt. Also wie gesagt, es gibt keine richtige ökonomische Bildung, aber sie soll befähigen und sie soll die Grundlagenkenntnisse schaffen, damit man überhaupt kritisch hinterfragen kann und seinen eigenen Weg herausfinden kann. Sie wollen das absolute kurze Schlusswort noch haben? Nein, weil wir sind tatsächlich schon am Ende und wir haben versucht, in dieser Diskussion die Frage zu beantworten, wie viel ökonomische Bildung eigentlich gehört in den Stundenplan. Und ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken, weil ich glaube, Sie haben das, so gut man es beantworten kann, getan. Sie haben da viele verschiedene Perspektiven auf dieses Thema gegeben. Ihnen möchte ich nicht nur danken für die Fragen, für den Input, den Sie uns gegeben haben, sondern auch für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse an unserem Thema. Und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, späten Nachmittag auf der Didakta. Vielen Dank Ihnen.